Ah, da kommt er, der Herr Kessler, pünktlich zum vereinbarten Zeitpunkt. Sehr schön. So, Herr Kessler, grüß Gott wohl. Ja. Also, hier sind wir in Wittrich beim Dirk Kessler und seiner Sektmanufaktur. Was sehen wir heute? Ja, das ist ein langwieriger Prozess. Das ist die altklassische Flaschengärung. Das heißt also, die Sektherstellung, so wie der Dom Pérignon es vor ca. 300 Jahren in Frankreich erfunden hat. Und diesen Prozess jetzt so in ganz kurzen Worten zu fassen, ist nicht ganz einfach. Und deswegen lade ich Sie jetzt einfach ein, gehen Sie mit mir so Stück für Stück mal durch den Keller und dann kriegen wir einen kleinen Abriss über die Sektbereitung. Sehr gut. Und da geht's da rein? Da geht's hinein, ja. Sehr schön. Also, dann wollen wir doch. Ja, hier sind wir jetzt zum einen in der Füllhalle, zum anderen stehen wir hier vor der Probierstube, wo die Gäste gerne eingeladen sind, diverse Sekte mal zu probieren. Ich habe hier recht viele kleinere Tanks stehen, die auch nur kurzfristig befüllt werden, weil ich die Weine sehr zügig zum Sekt weiterverarbeite. Und wie das Ganze so vonstatten geht, das erkläre ich meinen Gästen immer gerne bei einem Rundgang. Sekt entsteht immer aus der zweiten Gärung. Die erste Gärung ist die Gärung vom Traubensaft zum Wein. Und die zweite Gärung ist die Gärung vom Wein zum Sekt. Und die Besonderheit ist einfach, bei mir findet dieser Gärprozess in genau der Flasche statt, aus dem der Verbraucher den Sekt tatsächlich entnimmt. Das heißt, die Flasche ist tatsächlich auch der Gärbehälter. Das ist eine spannende Sache. Und wie das so vonstatten geht, können wir dann auch gleich uns im Keller etwas näher anschauen. Darf ich kurz eine Zwischenfrage? Vielleicht ist es eine dumme Frage. Kommt Weißwein oder Rotwein? Wir füllen Weißwein, Rosé als auch Rotwein. Wir verarbeiten diese Weine zu Sekt. Es sind immer ausgesuchte Qualitäten, die zur Versektung kommen. Es ist immer eine mittlere Spätlesequalität und vor allen Dingen brauchen wir immer sehr gesundes Lesegut. Und da arbeite ich hervorragend mit ausgesuchten Winzern hier in der Region zusammen. Ja, hier sind wir im Gewölbekeller, einem großen Gewölbekeller hier in Wintrich. Das ist der Hauptarbeitsraum. Hier werden die Weine mit der Hefe auf die Sektflaschen gezogen und später wird dann hier die Hefe aus den Sekten wieder herausgenommen und entfernt. Und das Ganze erkläre ich dann hier auch immer den Gästen. Aber bevor wir jetzt hier in die Details gehen, das Wichtigste zuerst, wir sollten mal ein Gläschen zusammen trinken. Oh, das fängt ja gut an. Ja, noch einmal herzlich willkommen mit einem Chardonnay Brü. Chardonnay ist die Rebsorte, eine klassische Champagner-Rebsorte, eine Rebsorte, die sehr gut geeignet ist für den Winzersekt. Hier bei uns ist der Chardonnay eher selten. Dafür habe ich auch noch einen Riesling mitgebracht, das ist unsere Hauptrebsorte. Zunächst einmal zum Wohle. Zum Wohle. Ja, wenn man hier mal genau schaut, dann sieht man sehr schön feine Blasen aufsteigen. Man spricht dabei auch von einem feinperligen Mousseux, das ist ein Qualitätsmerkmal. Und jedermann weiß, dass Sekt spritzt und schäumt und ab und zu geht auch mal was auf die Tischdecke. Das darf auch mal sein. Aber kaum jemand weiß, wie kommen die Blasen in die Flasche eigentlich hinein. Und das soll das Thema des jetzigen Rundgangs sein. Zum Wohle. Gut, zum Wohle. Ja, hier stehen wir jetzt so bei dem ersten Aggregat, was wir benutzen. Das ist die Abfüllanlage. Das erste Aggregat füllt die Flaschen und das zweite Aggregat verschließt die Flaschen. Und die Flaschen werden gefüllt mit dem Grundwein, der zuvor versetzt worden ist mit der Hefe. Hefe ist ein einzelliges Lebewesen, ein Pilz. Und ich zeige dann auch, wie viele Hefen wir in die Flasche hineinbringen. Und ich erkläre dann auch, was danach passiert. Sie sehen zum Beispiel hier, dass die Flaschen
zunächst einmal mit einem solchen Kronkorken verschlossen sind. Man sieht es also auch hier, so ein ordinärer Kronkorken und nicht ein schöner Naturkorken. Der kommt tatsächlich erst später auf die Sektflaschen. Ja, und was so zwischendrin passiert, das erkläre ich dann meinen Gästen immer. Zum Beispiel auch, wie hier so die Hefen dann in der Flasche deutlich sichtbar, erkennbar herumschwimmen. Ja, was passiert nun mit diesen Flaschen, wenn die von der Füllanlage herunterkommen? Sie werden in Gitterboxen eingelagert. Sie kommen nebenan in die Gärkeller, die sind temperiert. Und dort werden die Flaschen eingelagert für mindestens 9 Monate. So lange muss die Hefe auf dem Sekt liegen. Und was ich dann erläutere, ist der Gärprozess, was die Hefe in der Zeit in der Flasche tatsächlich macht, was sie anrichtet, kann man hier schon anhand eines solchen Manometers erkennen. Hier haben wir zum Beispiel einen Druck von 8 Bar in der Flasche und wie der so zustande kommt und was da drin passiert, auch das wird dann eindrucksvoll erklärt. Der Gärprozess ist auch unterschiedlich lang. Das kann wenige Wochen dauern, es kann aber auch mehrere Monate dauern. Das ist von verschiedenen Faktoren abhängig. Aber man sieht hier sehr schön, die Hefe hat sich an der Basis der Flasche abgesetzt. Und wenn man die dann so bewegt, dann sieht man auch die Hefe, wie sie in der Flasche eben halt vorkommt. So, dann gehen wir jetzt mal weiter in den Rüttelkeller. Hier an den Boxen entlang, die darauf warten, abgerüttelt zu werden. Ja, und hier sind wir dann im Rüttelkeller. Hier werden dann die Flaschen gerüttelt. Ja, bevor die Flaschen hier auf diese merkwürdigen Holzstellagen kommen, werden die Flaschen kräftig aufgeschlagen, wie wir sagen. Das heißt, die Hefe wird schön fein verteilt im Sekt. Und dann stecken wir die Flaschen auch nicht so steil auf das Pult, sondern in einer eher flachen Neigung. Ja, ich deute das mal hier so an. Die Hefe hat dann Zeit, sich abzusetzen, zu sedimentieren. Und nach circa einer Woche beginnt das eigentliche Rütteln. Das ist ein Schüttelprozess, wobei die Flasche angefasst wird, aufgeschlagen wird, sodass sich die Hefe von der Flaschenwandung löst. Und dann haben wir einen bestimmten Rhythmus von Vierteldrehungen und Achteldrehungen nach links und nach rechts. Und die Flaschen werden steiler gestellt. Und auch das wird genauestens den Gästen erläutert und erklärt. Ja, und das Endresultat sieht man dann auch. Am Ende ist das Hefedepot hier unten auf dem Kronkorken am Ausgang der Flasche. Oben drüber ist der Sekt blank und wie die Hefe nun aus der Flasche herausgenommen wird und wie wir es schaffen, den Sekt in der Flasche zu belassen, ja, das sollte man sich dann wirklich persönlich hier vor Ort anschauen und das wird auch gezeigt und dazu sind dann natürlich die Gäste herzlich eingeladen zu kommen. Genau, also Spannung pur. Alles wird hier noch nicht gezeigt, für das müsst ihr hier hinkommen. Ja, und wenn wir dann aus dem Keller hochkommen, dann gehen wir in die Probierstube und dort probieren wir dann die weiteren Sekte. Dort werden Fragen beantwortet und dort gehen wir jetzt hinein. Ja, Sie sind herzlich eingeladen, hier in der Probierstube die Sekte zu verkosten. Wir hatten eben schon den Chardonnay, wir haben die Riesling-Familie, wir haben eine Cuvée Pinot, den Rotling, den Spätburgunder, eine Cuvée Barrique Rouge, von fruchtig bis dunkelrot. Also alles ist dabei. Im Zusammenhang mit einer Kellerführung kann das selbstverständlich nicht kostenlos sein, aber nähere Informationen finden Sie dann selbstverständlich auf unserer Homepage sektmanufaktur-dirk-kessler.de und ich freue mich auf Ihren Besuch. So, das war also eine ganz interessante Führung und ich möchte mich recht herzlich beim Herrn Kessler bedanken und ich hoffe, dass ihr ihn besucht und auch ein paar Flaschen kauft.
Also viel Spaß dann und Prost! Ja, so Herr Kessler, hat mich gefreut. Vielen Dank. Guten Durst. Den Wagen bringe ich dann wieder zurück. Jawohl. Ja. Ja, danke.